Hey und willkommen zurück zur dritten Folge von Henriettas Hip-Hop-Stunde, Teil 2. Wir haben bisher schon zwei Schritte gelernt und heute kommt der dritte dazu. Wie gewohnt, dehnen wir uns vorab. Dazu gehen wir in eine breitbeinige Stellung und gehen ein bisschen zur einen Seite runter, belasten das Bein. Dann sollte man hier die Innenseite spüren. Ganz genau, immer nur so weit dehnen, wie es für euch angenehm ist. Ihr spürt, dass der Muskel hier gedehnt wird, macht es nicht, dass es für euch schmerzhaft wird. Einfach, dass ihr ein bisschen Dehnung spürt und merkt, dass der Muskel lockerer wird. Genau, dann gehen wir einmal zur anderen Seite. Auch hier sollte man die Innenseite wieder spüren. Haltet das einige Sekunden, bis ihr meint, es ist locker genug. Und dann gehen wir wieder zurück, langsam zusammen. Wenn wir jetzt gedehnt sind, dann kann die Lea uns zeigen, wie der Tanzmove von heute aussieht. Genau, heute lernen wir den Step Touch 2. Der baut auf dem Step Touch auf, das ist der einfachste Grundschritt im Hip-Hop. Der Step Touch geht, wie der Name schon sagt, so. Step, Touch, Step, Touch, Step, Touch, Step, Touch. Hinzu kommt jetzt Folgendes. Wir machen den Step Touch, dann geht das Bein raus, tippt aber nur an und geht wieder zurück. Zur anderen Seite, Step, Touch, raus und wieder ran. Step, Touch, raus, ran, Step, Touch, raus, ran. Jetzt nehmen wir noch die Arme dazu. Die gehen einfach ein bisschen mit den Beinen mit, sodass sie nicht so frei am Körper rumbaumeln. Das sieht dann so aus. Step, Touch, raus, ran, Step, Touch, raus, ran, Step, Touch, raus, ran, Step, Touch, raus, ran. Jetzt tanzen wir das Ganze mit Musik. Vorab zeigen wir nochmal die zwei letzten Schritte aus den letzten zwei Videos. Das waren einmal der Pas de Bourrée. Der ging so. Und der sogenannte Tigger. Der ging so. Und jetzt alle drei Moves zusammen mit Musik. 6, 7, 8. Jetzt haben wir schon ganze drei Moves gelernt. Und das klappt auch schon ziemlich gut. Ja. Morgen wollen wir mit euch den vierten und auch vorletzten Move unserer Choreografie lernen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.